Endlich kam die Stunde, das Kontor zu schließen. Widerwillig stieg Scrooge von seinem Stuhl herab und gab damit stillschweigend dem im Brunnenschacht wartenden Buchhalter das Zeichen. Der blies augenblicklich seine Kerze aus und setzte den Hut auf. »Sie werden morgen den ganzen Tag frei haben wollen, nehme ich an. Wenn es Ihnen recht ist, Sir. Ist mir nicht recht. Uns gehört sich nicht. Wenn ich Ihnen dafür eine halbe Krone abziehen wollte, würden Sie sich schlecht behandelt vorkommen, stimmt's?« Der Buchhalter lächelte schwach. »Und doch halten Sie mich nicht für schlecht behandelt, wenn ich Ihnen Lohn zahle für einen Tag, an dem Sie nichts tun.« »Es komme ja nur einmal im Jahr vor«, bemerkte der Buchhalter. »Eine armselige Entschuldigung dafür, um einem an jedem 25. Dezember das Geld aus der Tasche zu stehlen«, sagte Scrooge, während er seinen Überrock bis ans Kinn zuknüpfte. »Doch ich nehme an, Sie müssen den ganzen Tag haben. Seien Sie am nächsten Morgen umso früher hier.« Bob Cratchit versprach dies und Scrooge ging mit einem Knurren zur Tür hinaus. Im Nu war das Kontor geschlossen und Bob mit den lang herunterbaumelnden Enden seines weißen Schals über dem Leibe, denn eines Mantels konnte er sich nicht rühmen, schlitterte dem heiligen Abend zu Ehren in Cornhill hinter einer langen Reihe von Buben 20-mal eine Glitsche hinab. Scrooge nahm sein trübseliges Abendessen in seiner gewohnten trübseligen Kneipe ein und nachdem er alle Zeitungen gelesen und den Rest des Abends sich die Zeit mit seinen Börsennotizen vertrieben hatte, ging er heim, um sich schlafen zu legen. Er bewohnte die Räume, die sein verstorbener Teilhaber einst innegehabt hatte. Es war eine düstere Flucht von Zimmern in einem plumpen, niedrigen Gebäude, das zwischen hohen, finsteren Häusern eines Hofes so eingeklemmt dastand und so wenig hinpasste, dass man versucht war, sich vorzustellen, es habe, als es noch ein junges Häuschen war, beim Versteckenspielen sich verlaufen und den Weg hinaus nicht wiedergefunden. Nun war es alt und öde, denn niemand wohnte darin als Scrooge. Die anderen Räume waren alle als Kontore vermietet. Der Hof war so dunkel, dass selbst Scrooge, der hier jeden Stein kannte, sich mit den Händen vorwärts tasten musste. Nebel und Frost hingen so schwer um das altersschwarze Tor, als säße der Wettergeist selbst in trübe Gedanken versunken auf der Schwelle. Es steht fest, dass an dem Türklopfer nichts außergewöhnlich war als seine Größe. Und ebenso steht fest, dass Scrooge ihn jeden Abend und jeden Morgen gesehen hatte, während all der Zeit, die er dort hauste. Und fest steht auch, dass Scrooge so wenig von dem besaß, was man Fantasie nennt, wie irgendein Mensch in der City von London selbst, einschließlich, und das ist eine kühne Behauptung, der Gemeindeversammlung der Ratsherren und der Zünfte. Man bedenke auch, dass Scrooge keinen Gedanken mehr an Marley verschwendet hatte, seit seiner Erwähnung des gerade vor 7 Jahren verstorbenen Teilhabers am Nachmittag. Und nun soll mir einer erklären, wenn er es vermag, dass Scrooge, als er seinen Schlüssel ins Schloss steckte, in dem Türklopfer, ohne dass der sich unmittelbar verändert hätte, mit einem Mal nicht einen Türklopfer, sondern Marleys Gesicht erblickte. Marleys Gesicht. Es lag nicht in undurchdringlichem Dunkel wie die anderen Dinge auf dem Hof, sondern leuchtete. Unheimlich. Wie ein faulender Hummer in einem finsteren Keller. Das sah nicht böse oder wild aus, sondern blickte ihn an, wie Marley Scrooge anzublicken pflegte. Eine geisterhafte Brille auf eine geisterhafte Stirne geschoben. Das Haar war sonderbar gesträubt, wie von Zug oder heißer Luft. Und obwohl die Augen weit offen standen, waren sie doch vollkommen unbeweglich. Als Scrooge die Erscheinung fest ins Auge fasste, war es wieder ein Türklopfer. Also zu behaupten, dass er nicht erschrocken wäre oder nicht bis ins Blut hinein ein kaltes Grausen gespürt hätte, wie es ihm seit seiner Kindheit fremd geworden war, das wäre unwahr. Aber er legte seine Hand an den Schlüssel, den er losgelassen hatte, drehte ihn energisch herum, trat ein und zündete seine Kerze an. Dann verriegelte er die Türe und ging durch die Diele und die Treppe hinauf und schneuzte dabei seine Kerze.
Die Treppe war so breit, dass ein halbes Dutzend Gaslaternen von der Straße draußen sie kaum richtig erhellt hätten. So könnt ihr euch denken, dass es mit Scrooges Kerzenstümpfchen hübsch dunkel war. Doch Scrooge stieg hinauf und scherte sich keinen Deut darum. Dunkelheit ist billig, und so war sie ihm recht. Doch bevor er seine schwere Türe schloss, ging er durch seine Wohnung, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei. Die Erinnerung an das Gesicht war noch stark genug, um dies für geboten zu halten. Aber alles war, wie es sein sollte. Niemand unter dem Tisch, niemand unter dem Sofa. Ein kleines Feuerchen im Kamin, eine kleine Schüssel mit Haferschleim. Scrooge hatte Schnupfen. Auf dem Wärmerost, niemand unter dem Bett, niemand im Wandschrank, niemand im Schlafrock, obwohl der in ganz verdächtiger Weise an der Wand hing. Durchaus befriedigt schloss er seine Türe und riegelte sich ein, riegelte sich ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten doppelt ein. So gegen jede Überraschung gesichert, nahm er seine Halsbinde ab, zog Schlafrock und Pantoffeln an und setzte die Nachtmütze auf. Humbug, knurrte er und ließ sich am Feuer nieder, um seinen Haferschleim zu verzehren.